Unser Teamfahrer Max ist am Start. Da steht er und stellt uns jetzt sein Ballergerät vor. Max, wie geht's dir? Servus. Ja, mir geht's soweit ganz gut. Heute hier im Laden bei Liquid Life. Sehr schön. Ja, erzähl mal, was du da für ein Gerät hast, weil auf den ersten Blick erkennt man es ja nicht unbedingt, ne? Ja, ist ein Trackslash 8 ursprünglich aus dem Jahr 2021 und ist aber umlackiert worden dieses Jahr, weil leider die neuen Rahmen aufgrund von Corona-Pandemie noch nicht verfügbar waren. Dachte ich mir, komm, ich muss irgendwas Neues, Cooles bauen und habe im Zuge des Lagerservices den Rahmen einfach einmal neu pulvern lassen. In weiß, Perleffekt. Das Perleffekt, das kommt jetzt noch nicht so gut raus. Da brauchen wir gutes Wetter für. Ja, wir blenden euch das aber gleich ein. Genau. Also sprich, du wolltest ursprünglich ein anderes Slash haben, hast das nicht bekommen und dachtest dir dann, okay, komm, wir lackieren einfach drüber. Genau, die Winterzeit ist ja bekanntlich ein bisschen langweilig. So viel Radfahren geht nicht. Und ich mache im Winter meistens mein Rad erstmal für die Saison wieder fit. Ja, und dementsprechend habe ich mir gedacht, komm, ich will jetzt irgendwas bauen und habe einfach gedacht, mach's mal eine andere Farbe. Und dann bist du auch ein bisschen außer Range. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr edel aus. Ja, Slash 8 mit einer Sepp und Rainbow Kassette habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, genau. Im Prinzip richtig. Slash 8 ursprünglich gekauft und dann nach und nach umgebaut. Immer wieder neue Teile gekauft, wenn ich was kaputt gefahren habe, was durchaus öfters mal passiert. Wenn du Max ist bekannt fürs Grobe. Genau, ordentlich hacken. Und dementsprechend, ich würde sagen, vielleicht fangen wir einfach mal von oben an, Cockpit-mäßig. Wir haben ein Rental Fatbar, 780 mm breit, von 800 mm gekürzt, 35er Klemmung in schwarz. Fahren Griffe aktuell noch Death Grip, kommen aber wieder Sensus Desista Boss dran, komme ich ein bisschen besser mit klar. Die haben sind ein bisschen schmaler, so vom Handling her. Ich habe bei den dicken Griffen immer ein bisschen Handschmerzen. Mhm. Dann bremshebeltechnisch natürlich SRAM Code RSC. Kann man einmal zeigen. RSC, warum? Druckpunktverstellung am Hebel, super cool. Ich mag das. Ich fahre die Druckpunkte relativ nah am Lenker und kann die halt so mit, wenn ich Bremsbelagverschleiß habe, das Hydrauliköl warm wird, ein bisschen ausdehnen, dann kann ich die immer nachstellen, auch zwischen den Stages beim Rennen. Das ist ganz angenehm, deswegen definitiv immer Code RSC. Ich habe die Hebel ein bisschen gepimpt, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Ich habe hier so Grip Tape drauf gemacht, das ist einfach nur, wenn es mal nass wird oder so beim Rennen, dass man hier am Hebel ein bisschen mehr Grip hat und nicht irgendwie abrutscht oder so. Trick 17, ja. Genau, wenn man mit Handschuhen fährt, Trick 17 kennt der eine oder andere hundertprozentig schon. Trigger. Warum keine Magura? Hast du da irgendwie so persönlich einfach... Magura MT7 bin ich auch gefahren. Mhm. Für mich persönlich Tacken zu brutal. Mhm. Also da ist mehr so das Bremsverhalten 1 oder 0. Und ich habe mit der SRAM einfach immer gute Erfahrungen gemacht, kann ich besser dosieren im Rennen. Ja, ich denke, beide Bremsen tun sich nicht wirklich was, aber für mich persönlich SRAM also auf jeden Fall die einfach Bremse. Persönliche Referenz. Genau, richtig. Die Bremse der Wahl, definitiv. Trigger, Schaltung. Ich habe jetzt hier komplett von SRAM AXS dran. Einmal die Sattelstütze. Wir können einmal kurz in die Mitte des Rades springen. Also AXS Sattelstütze. Mit Akku 170 mm, kein Kabel mehr dran, super einfache Wartung, auch super easy. Gerade für die Rennen, wenn du mal irgendwie Probleme hast, dass du entlüften musst oder so, das ist alles schön einfach. Ich habe mir den Trigger tatsächlich auch so umprogrammiert, kann man ganz einfach machen in der App, dass ich die Sattelstütze auslöse mit meinem rechten Trigger. Ach okay, weil ich war eben schon, also als Max angekommen ist, am linken Trigger am Rumdrücken, habe mich gewundert, warum die Sattelstütze nicht hochgeht. Ja. Aber jetzt erklärt es sich. Ja, also das erste Mal bin ich mit AXS in Kontakt gekommen an einem Rennrad. Und an einem Rennrad hat man halt links hochschalten, rechts runterschalten. Also schwererer Gang rechts, leichterer Gang links. Und fand ich total cool. Und konnte ich mir jetzt halt aufgrund der Tatsache, dass ich halt beide Trigger von AXS habe,
oder mit dem AXIS-System habe, umprogrammieren. Mhm. Das heißt, ich kann an dem linken Trigger einen leichteren Gang einstellen. Ach, okay. Und an dem rechten Trigger, der untere Knopf, ist für einen schwereren Gang. So kann ich halt auch beim Racen mit beiden Daumen schalten. Und weil ich finde, diese obere Position des rechten Triggers immer so ein bisschen ungünstig zu erreichen mit dem Daumen. Ich muss den Daumen relativ weit vom Griff abheben, wodurch ich natürlich im Rennen den Haltepunkt am Griff so ein bisschen mehr lösen muss. Mhm. Was, wenn du mal irgendwie einen sehr, sehr verblockten Trail fährst, teilweise ein bisschen unangenehm werden kann. Deswegen könnte unangenehm werden, ja. Ganz cool so und habe ich halt so eingestellt. Machen das viele Leute? Also ich habe es bis jetzt noch nie gehört. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Okay. Ich kenne tatsächlich auch noch nicht so viele, die mit AXS fahren. Mhm. Viele haben sich auch hier, also gerade im Profibereich ist das, die lassen sich an dem rechten Trigger so mit 3D-Drucker lassen sich eigene Hebel drucken. Mhm. Da kann man ja dann nochmal ein bisschen ergonomisch anpassen. Aber ja, davon bin ich weit, weit weg, deswegen musste ich auf diese Lösung ausweichen. Ich glaube, du bist dann auf einem guten Level unterwegs mit deinem Bike. Ja. Genau. So, das wäre das. Lenkergriffe, Bremsen, Schalthebel haben wir. Dann habe ich hier oben noch so ein, zwei Gimmicks dran. Ich habe einmal hier einen Halter für meinen Garmin Edge Fahrradcomputer. Mhm. Es gibt ganz cool, der Florian Nicolai, letztjähriger Teamfahrer von Trek, der hatte hierfür einen Halter für den Knockblocker, wo er seinen Garmin Edge hier drauf montiert hatte. Das habe ich versucht nachzukonstruieren, beziehungsweise ich bin noch so ein bisschen dabei. Zwei, drei Prototypen schon gedruckt im 3D-Drucker. Achso, also machst du auch selber? Ja, genau, mach ich selber. Beziehungsweise ich habe es konstruiert, ein Kollege von mir hat es gedruckt. Sind aber alle drei abgebrochen. Ich habe noch nicht so richtig die Stabilität gefunden. Deswegen erstmal noch hier oben. Dann habe ich hier noch so eine Numberplate-Halter. Das kommt aus der EWS. Da gibt es diese speziellen Numberplate-Halter, wo man im Prinzip einfach nur vorne so eine Platte draufstecken kann, wo man halt die Startnummer dran macht. Das ist ganz schön, weil man sich dann halt nicht alles zerkratzt, wenn man da mit Kabelbindern rumhantiert. Habe ich jetzt gerade nicht dran, weil jetzt gerade ist Off-Season und schön im Wald brauche ich halt keine Startnummer. Bei welchen Rennen bist du klassischerweise so am Start immer? Also dieses Jahr definitiv wieder Willingen, Deutsche Meisterschaften, Dirt Masters Winterberg. Das ist eigentlich so alljährlicher Stopp, einfach weil wir halt hier aus der Gegend kommen, das Local-Rennen. Dann werde ich in Belgien ein EWS Quali-Rennen fahren, EWS 100 in Val di Fassa. Dann fahren wir am Reschenpass, Dralen Enduro Race. Ist dieses Jahr leider kein Quali-Rennen. Dann sind wir noch in Davos, Moondraker Team. Hast du nicht gesehen? Fahren wir halt im Duo-Team das Rennen. Und dann steht noch Trophies of Nation in Finale Ligure an. Da ist heute Anmeldung übrigens. Muss ich mich gleich noch anmelden. Es wird Zeit. Ich glaube, die macht erst um 8 Uhr auf. Ja, okay. Und das ist erstmal so der grobe Plan und dann werden vielleicht noch so ein paar kleinere Events, Enduro One oder sowas, dazukommen, wenn man mal irgendwie Bock hat, kurzfristig noch ein bisschen zu racen. Okay, Leute, ihr merkt auf jeden Fall, Max ist schon ein bisschen ambitionierter unterwegs. Genau. Ja, lass uns mal eingehen aufs Schaltwerk, hatten wir glaube ich noch nicht. Jo, genau, Schaltwerk hatten wir nicht. Wie gesagt, AXS Schalthebel, dazu kommt natürlich auch ein AXS Schaltwerk. Ist in diesem Fall, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht genau, X01 AXS Schaltwerk. Warum X01? Weil ich es gekauft habe, als das GX noch nicht draußen war. Ich glaube, die GX-Variante ist die etwas stabilere Variante noch. Deswegen, also wenn ich mir das mal irgendwann kaputt fahre, dann wird es auf jeden Fall ein GX werden. Also bis jetzt hat es komplett gehalten? Ohne ja, unfassbar. Also ich habe letzte Saison 3 normale GX-Schaltwerke durchgefahren. Die waren krumm. Und durch diesen Schlagschutz, ne, kennt das ja? Ja. Hat das echt super gut gehalten. Klar, ein-, zweimal Schaltauge austauschen im Jahr gehört einfach dazu. Aber schaltwerkstechnisch gar keine Probleme. Und was der absolute Hammer ist, durch diese Micro-Adjustment-Funktion, die man hat bei dem AXS-System, kannst du es halt, selbst wenn du dir in der Stage im Rennen mal ein Schaltauge ein bisschen krumm fährst, kannst du dir zumindest 5, 6, 7, 8 Gänge so noch einstellen, ganz easy, dass du
noch gut zu Ende racen kannst, halt ohne dass du jetzt irgendwann anfangen musst, ein Schaltauge zu wechseln. Das System hat sich schon krass bewährt dafür, dass am Anfang alle so ein bisschen kritisch waren, ne, mit Elektroschalten. Ja, auf jeden Fall. Also auch akkutechnisch gar keine Probleme. Also, der hält ja sowieso ultra lange, ne? Ja, also die Sattelstütze lade ich vielleicht einmal im Monat oder sowas und das Schaltwerk so alle 2 Wochen. Und mir ist es tatsächlich erst ein einziges Mal passiert, dass ich losgefahren bin und vergessen hatte zu laden. Aber gut, okay, das ist halt Akkumanagement, das muss man so ein bisschen, wenn man das einmal so ein bisschen raus hat, dann geht das. Und dann, menschliches Versagen. Genau, das war absolutes menschliches Versagen. Ja, aber ansonsten gar keine Probleme mit dem Schaltwerk, wie gesagt, super zufrieden und für mich auf jeden Fall nie wieder Schaltwerk mit Schaltzug, immer nur noch elektrisch. An meinem Rennrad habe ich jetzt auch elektrische Schaltung wieder, von SRAM auch, super cool, du kannst die Akkus austauschen. Das heißt, wenn ich jetzt die Rennen fahre, werde ich mir einen Akku von meinem Rennrad immer in meinen Rahmen reintun. Ich denke, da können wir gleich nochmal reingucken oder darauf zu sprechen kommen. Sodass man dann immer einen Ersatzakku hat, falls doch mal einer leer geht oder man wieder menschlich versagt. Und genau. Besser haben als brauchen. So sieht es nämlich aus, was das dann geht auf jeden Fall. Ja, was haben wir noch? Kassette, Kette? Ja, Kassette XX1, Oisley-Kassette.